Er ist schnell. Stark. Hat einen Arm aus Metall. Eine der besten Captain America-Geschichten in den Comics der letzten 20 Jahre ist der Winter Soldier von Ed Brubaker. Der Winter Soldier ist ein gefährlicher Auftragsmörder. Seine wahre Identität wie auch sein Gesicht sind hinter einer Maske verborgen. Seinen Ruf hat er sich über viele Jahre erarbeitet. Cap hatte es schon mit vielen Bösewichten zu tun. Die stärkste emotionale Bindung hat er zum Winter Soldier. Der Film zeigt, wer der Winter Soldier wirklich ist. Es ist eine der besten Comic-Enthüllungen aller Zeiten. Und es ist Bucky Barnes. Bucky Barnes war in meinem Team im Zweiten Weltkrieg. Er ist der Einzige, der nicht überlebt hat. Steve Rogers hat alle Menschen verloren, die ihm etwas bedeuteten. Daher geht ihm das so nahe. Er wurde als Auftragsmörder wieder zum Leben erweckt, um eine Waffe gegen Steve Rogers zu sein. Wer er früher auch mal war und wer er jetzt ist. Ich denke, so jemanden kann man nicht retten. So jemanden muss man aufhalten. Keine Ahnung, ob ich das kann. Als Cap realisiert, wer dieser Typ wirklich ist, kommt er in Bedrängnis. Soll ich gegen meinen besten Freund kämpfen oder ihn retten?